Hallo, hier ist Philipp Haas von Investors Search Aktien TV und in diesem Video geht es um Technogym. Technogym stellt Fitnessgeräte her. Wir sehen es hier: Laufräder, Ergometer, Crosstrainer, Rudergeräte, Stepper. Und sie sind da vor allem im Premium-Segment tätig. Wir liefern natürlich auch für zu Hause, aber der Hauptmarkt sind eher Fitnessstudios, Hotels etc. Sind da schon sehr, sehr lange am Markt und profitieren halt davon, dass die Leute immer mehr Sport machen, gesund bleiben wollen und sind da wirklich sehr breit aufgestellt. Bei der IT und Software haben sie sich verbessert, ist noch nicht komplett ihre Stärke, also sie kommen schon mehr aus der Mechanik, aber es gibt zum Beispiel dieses My Wellness, wo man ähnlich wie zum Beispiel bei Apple Health dann auch seine Daten sammeln kann, analysieren kann, sich verbessern kann, aber vor allem im Zusammenhang mit dem Fitnessstudio, die das einem erklären. Ja. Und da gibt es die verschiedenen Linien. Die Produkte sind schon relativ teuer, wenn wir zum Beispiel hier gucken, so ein Rudergerät. Rudern ist ja ein sehr gesunder Sport, weil Rudern tut eigentlich alle Muskeln bewegen und so ein Ding kostet, ich habe es letztes Mal schon 3.000, 4.000 Euro. Da gibt es natürlich auch günstigere. Ja. Der Vorteil, wenn Sie Fitnessstudios beliefern, da werden die Geräte natürlich viel beansprucht und müssen dann irgendwann ausgetauscht werden. Und es gibt ein Servicegeschäft etc. Ja. Wir sehen hier, Sie haben die größte Produktrange und das Leadership im Premium-Segment und machen das auch schon sehr, sehr lang. Wachsen einstellig, was in Ordnung ist, aber es ist natürlich jetzt auch kein bombastisches Wachstumsthema. Die Firma ist 2,5 Milliarden wert, das KGV ist jetzt so um die 25. Warum hat es die Aktie jetzt trotzdem auf unsere Ideenliste geschafft, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht die Top-Idee davon ist? Es gibt eine Konkurrenz, der neu in die Börse gekommen ist, nämlich Peloton. Und die machen das Ähnliche, nur einfach nochmal, sag ich mal, ein bisschen mehr Hipster, mehr Connecten und Fokus auf Fahrräder. Das heißt, da kann man dann irgendwie live mit anderen Leuten zusammen Fahrrad fahren und ist irgendwie super angesagt. Und die Firma ist 9 Milliarden wert, macht aber noch Verluste und Technogym ist vom Umsatz ein bisschen niedriger, aber ist nur 2,5 Milliarden wert. Deswegen wurde sie es in Wikifolio aufgenommen. Allerdings, wenn es faire KGV wir uns anschauen, ist die Aktie da leicht überbewertet, weil das Produkt ist zwar top, Geschäftsmodell ist aber halt auch viel Product Sales. Es gibt gute Noten bei ESG, weil natürlich ihr Produkt tut einen positiven Beitrag, wenn die Leute gesünder leben. Markt ist halt auch nicht so riesig, es gibt Wettbewerb, Margen sind mal ganz gut. Es gibt dann insgesamt, ist ein Qualitätsunternehmen, ein 21er KGV, da sind sie aktuell leicht drüber. Trotzdem kann man natürlich sagen, im Vergleich zu Peloton sind sie unterbewertet. Und die Aktie wurde damals ungefähr so zum fairen KGV gekauft, ist seitdem auch 17% im Plus. Aber wäre sicherlich auch mal ein Kandidat, wenn da der Trend bricht, dass man hier Gewinne mitnimmt. Ja? Das war also ganz kurz meine Meinung zu Technogym, dem Mercedes-Benz der Fitnessgeräte, die sich auf Fitnessstudios konzentrieren, aber auch immer mehr ins Digitalsegment gehen und natürlich von dem strukturellen Gesundheitstrend profitieren und auch eine der wenigen italienischen Qualitätsaktien ist.